Airbus gibt es nun mittlerweile also seit gut 50 Jahren. Seitdem bauen die Europäer zusammen recht erfolgreich Flugzeuge. Und natürlich freut man sich immer auf die neuesten Modelle, auf die neuesten und modernsten Flugzeuge, die die Fluggesellschaften dann so irgendwo auf der Welt zu bieten haben. Aber da vergisst man auch gerne mal die etwas älteren Flugzeuge oder man verliert gerne mal aus den Augen, wie alt so ein eigentlich modernes Airbus-Flugzeug doch dann mal werden kann. Und wir haben es gestern bei der Lufthansa gesehen, da hat es jetzt ganze 30 Jahre gedauert, bis die Fluggesellschaft ihren ersten A320 aus der Flotte genommen hat, um diesen Flieger jetzt nach den 30 Jahren im aktiven Linienbetrieb auch wirklich abzustellen. Und da dachte ich mir, da kümmern wir uns heute doch einfach mal nicht um die neuesten Flugzeuge, so wie wir das sonst immer machen, sondern wir schauen uns heute mal etwas genauer die ältesten Airbus-Flugzeuge an, mit denen man als Passagier heute noch unterwegs sein kann. Und damit viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich wünsche euch allen jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Also, gestern war der erste A320 der Lufthansa, die Maschine mit der Registrierung Papa Alpha, ein Thema. Und dazu erstmal eine kleine Berichtigung, da habe ich nämlich gestern einen Fehler gemacht. Ihr habt mich da netterweise schon in den Kommentaren drauf hingewiesen und ihr habt natürlich vollkommen recht. Ich hatte gestern gesagt, dass die Papa Alpha von der Lufthansa der älteste Airbus A320 war, bis vor wenigen Tagen natürlich, den man jetzt als Passagier noch so mitkriegen konnte. Und das ist nicht ganz richtig. Es ist lediglich der älteste A320, den man als Passagier noch mitnehmen konnte, der in den letzten Jahren den Betreiber nicht gewechselt hat. Also die Papa Alpha, die ist schon immer bei Lufthansa gewesen. Aber es gibt dann halt doch noch ein paar wenige, aber doch noch eine Handvoll etwas ältere A320, die einfach ein paar Monate vor der Papa Alpha für die Lufthansa ausgeliefert wurden. Also, die Maschinen, die haben dann teilweise bis zu 10 Betreiberwechsel hinter sich, aber der wirklich älteste Airbus A320, der für den Passagierbetrieb heute noch zur Verfügung steht, das ist die Maschine mit der Seriennummer 29. Also man merkt schon, ist schon eine ganze Weile her. Diese Maschine wurde ausgeliefert im April 1989. Damals ging die Maschine, übrigens eine der ersten vom Typ A320-200, die ging damals an NZ Airlines in Australien. Heute fliegt das Flugzeug in Jordanien und ist wie gesagt mit seinen knapp über 30 Jahren noch immer im aktiven Passagierbetrieb unterwegs. Ja, dazu kommen dann noch drei weitere Maschinen, die noch ein bisschen älter sind als die Papa Alpha. Die fliegen heute teilweise bei Corendon in der Türkei. Aber dann kommt auch schon die Papa Alpha von der Lufthansa als ältester A320, der nie die Airline gewechselt hat. Sorry für den Fehler gestern. Und übrigens den allerersten Airbus A320, die Maschine mit der Seriennummer MSN 001, den gibt es auch noch. Der steht allerdings bei Airbus in Toulouse, hat sich auch nie geändert, die Maschine steht schon immer da bei Airbus, wurde dann immer mal wieder als Testflugzeug genutzt, als eigenes Testflugzeug, um beispielsweise die neuen Sharklets für den A320 zu erproben, hat sich dann auch immer mal wieder die Lackierung geändert. Mittlerweile ist das Flugzeug wieder so lackiert wie am ersten Tag. Gesichert für die Zukunft und das ist doch schon mal eine schöne Sache. Aber schauen wir mal weiter. Airbus hat natürlich angefangen mit dem Airbus A300, genauer gesagt mit dem A300B1. Davon gab es tatsächlich nur zwei Prototypen und die waren noch mal knapp 2,5 Meter kürzer als der A300B2. Das wurde dann ja letztendlich die Serienversion des A300. Also, und von diesen beiden Prototypen ist tatsächlich nicht mehr wirklich viel übrig. Beide sind zumindest nicht mehr in Form eines Flugzeuges vorhanden. Ein paar größere Einzelteile des wirklich allerersten Airbus, des ersten A300B1, stehen heute im Deutschen Museum in München. Der zweite Prototyp des Airbus A300B1, der war dann tatsächlich noch eine ganze Weile bei einer Fluggesellschaft unterwegs, wurde dann aber in den 90er Jahren auch verschrottet und von dem ist heute leider gar nichts mehr übrig. Also das Flugzeug, das ist auch hinüber. So, der erste A300B2, den gibt es aber tatsächlich noch. Das war nämlich lange Zeit der sogenannte Zero-G-Flieger. Also mit diesem Flugzeug wurden diese Parabelflüge durchgeführt und die Maschine gibt es auch heute immer noch. Zwar nicht mehr im flugfähigen Zustand und so ein bisschen trostlos, das muss man schon zugeben, sieht das Flugzeug auch aus, aber die Maschine, die kann man sich anschauen am Flughafen von Köln. So, jetzt wollten wir aber natürlich gucken, wo man das wirklich älteste Exemplar des jeweiligen Flugzeugtypen im aktiven Passagierbetrieb findet. Und da wird es beim Airbus A300 schon so ein bisschen dünn, da muss man schon so ein bisschen suchen. Denn vom A300, von den 561 gebauten Maschinen des Typs, davon fliegen heute noch knapp 40%. Ist ja schon mal was, aber die meisten von denen sind halt mittlerweile als Frachter unterwegs. Tja, andere wiederum sind natürlich verschrottet oder irgendwo zwischengelagert. Einige Flugzeugrümpfe haben es dann noch eine ganze Weile durchgehalten als irgendein schäbiges Restaurant in China oder auch mal als Trainer für Flugbegleiter oder sowas. Da gibt es so ein paar Dinger, die da irgendwo mal mitten in der Stadt stehen. Aber tatsächlich im Passagierbetrieb, da sind nur noch sehr, sehr wenige aktiv. Beziehungsweise es gibt im Iran einige Flugzeuge, aber die stehen dann oft auch einfach jetzt schon seit Monaten am Boden und werden nicht mehr aktiv genutzt.
Also die sind streng genommen aus der ganzen Nummer auch schon wieder raus. Und so dauert es eine ganze Weile, bis man dann irgendwann zur Seriennummer 299 kommt. Ein Airbus A300B4 und der fliegt aktuell tatsächlich noch im aktiven Passagierbetrieb bei Iran Air. Dort findet man also den ältesten Airbus, mit dem man überhaupt zurzeit als Passagier noch mehr oder weniger normal fliegen kann. Das Flugzeug ist zwar mehr so eine Reserve, also die Maschine wird immer nur hin und wieder mal eingesetzt, aber sie ist halt noch für Passagiere unterwegs. Und dieses Flugzeug ist mittlerweile knapp 35 Jahre alt. Ja. Tatsächlich doch gar nicht so viel älter als der älteste A320. Der nächstältere Airbus A300, das ist dann schon eine Maschine vom Typ A300-600, also von der verbesserten Variante des A300. Und das ist eine Maschine, die man ebenfalls im Iran finden kann und die ist auch dort immer noch aktiv im Linienbetrieb unterwegs. Das ist eine Maschine der Mahan Air und war tatsächlich vorher mal ein Flugzeug der Lufthansa, Kronberg im Taunus, so hieß die Maschine bis zum Jahr 2009. So. Und ansonsten ist es tatsächlich sehr, sehr dürftig mit dem A300 im Passagierbetrieb. Und ganz ähnlich sieht es auch aus mit dem A310. Wenn der nicht irgendwo als Frachter unterwegs ist, dann ist er meist auch verschrottet oder steht irgendwo in der Wüste als Ersatzteillager rum. Den ältesten überhaupt noch fliegenden Airbus A310, den findet man dann bei der französischen Luftwaffe. Also soll mal keiner sagen, dass nur die deutsche Flugbereitschaft wirklich alte Flugzeuge in der Flotte hat. Die Franzosen haben auch ein paar davon. So, und dann lassen die Deutschen aber selbstverständlich auch nicht mehr lange auf sich warten. Die haben nämlich dann den drittältesten Airbus A310, der irgendwo auf der Welt noch durch die Gegend fliegt. Den nutzen sie als sogenannten Multi-Role Transport Tanker. Und dieser A310, dieser spezielle A310, der hat eigentlich vor etwas mehr als 32 Jahren als Airbus A310 bei der Ferienfluggesellschaft Condor angefangen. Und dann sucht man so noch eine ganze Weile weiter und dann kommt man irgendwann tatsächlich beim ältesten A310 an, der jetzt noch für Passagiere verfügbar bzw. für Passagiere zugänglich ist. Und den findet man bei der kanadischen Fluggesellschaft Air Transat. Die betreiben aktuell einen Airbus A310, der knapp 32 Jahre alt ist. Das ist schon ganz ordentlich. Und dann wird es mit den Airbus-Flugzeugen schon tatsächlich so ein bisschen überschaubarer und man muss nicht mehr ganz so lange suchen. Den ersten A340-300, den hat Airbus damals behalten. Das ist auch heute noch, also der A340-300 mit der Seriennummer MSN-001. Das ist auch heute immer noch ein Airbus-Testflugzeug. Ist aktuell ausgestattet mit diesen etwas speziell aussehenden Tragflächenenden, mit denen man eine möglichst laminare Strömung bei Tragflächen von Passagierflugzeugen hinbekommen möchte. Also es ist ein Testflugzeug, mit dem man einfach ein bisschen rumforschen kann. Genauso wie auch der erste A320, der ebenfalls noch bei Airbus ist. Den ältesten für Passagiere überhaupt noch zugänglichen Airbus A340, den findet man, wen wundert's, im Iran, bei Iran Aseman Airlines. Dieses Flugzeug, ein A340-300, übrigens der zweite A340-300, der überhaupt jemals gebaut wurde, der ist mittlerweile knapp oder etwas mehr als 27 Jahre alt. Und das Flugzeug fliegt dort noch ganz normal im aktiven Linienbetrieb durch die Gegend. Einen A340-200, also die etwas verkürzte Variante des A340-300, die findet man heute nicht mehr im Passagierbetrieb. Dort ist niemand mehr mit einem A340-200 unterwegs. Allerdings gibt es noch ein paar Regierungs-VIP-Flugzeuge des Typs. Also hin und wieder kann man in Saudi-Arabien oder bei Qatar Amiri Flight, da gibt es so ein Ding auch, da kann man so ein Ding immer mal wieder sehen. Und dann kommen wir auch schon zum Airbus A330. Der A330-300 wurde ja zusammen mit dem A340-300 quasi parallel entwickelt und der A330-300 kam auch vor dem A330-200. So, jetzt habe ich ganz schön oft A330 gesagt. Auf jeden Fall fliegt das erste gebaute Flugzeug des Typs heute immer noch. Und zwar bei Cassay Dragon. Das Flugzeug ist mittlerweile fast 27 Jahre alt. Den ältesten A330-200, den kann man hingegen leider nicht mehr fliegen, aber den zweitältesten A330-200, den gibt es noch. Die knapp 22 Jahre alte Maschine fliegt heute noch immer im aktiven Linienbetrieb bei TAP Portugal durch die Gegend. So, jetzt sind wir aber mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo man echt sagen muss, 22 Jahre für ein Flugzeug, das ist jetzt nicht so sonderlich tragisch. Das ist durchaus ein gutes Alter. Und trotzdem, vom A330, aber vielmehr noch vom A340, wurden mittlerweile auch schon sehr viel jüngere Maschinen aus den Flotten verbannt und irgendwo in die Wüste gestellt, beziehungsweise teilweise oder zu einem großen Teil auch mittlerweile schon wieder verschrottet. So fliegen vom Airbus A340 heute tatsächlich nur etwas mehr als 40% aller je gebauten Maschinen durch die Gegend. Und das ist ja ein Wert, den wir so eigentlich schon vom A300 kennen, vom ersten Airbus-Flugzeug. Und der ist ja ein gutes Stück älter als der A340. Da dachte ich mir, an der Stelle drehen wir den ganzen Spieß mal um und suchen jetzt einfach mal den jüngsten A340, der mittlerweile schon nicht mehr fliegt. Jünger als gut 8,5, knapp 9 Jahre kann so ein Airbus A340 ja gar nicht sein. Denn Airbus hat im Jahr 2011 aufgehört, dieses Flugzeug
Flugzeug zu produzieren und hat dementsprechend natürlich auch im Jahr 2011 die letzte Maschine an einen Kunden übergeben. Der letzte je gebaute A340 ist ein A340-600 für Iberia und diese Maschine ist dort auch noch immer im aktiven Linienbetrieb unterwegs. Tatsächlich wurde aber nur einige Monate vorher ein A340-600 für Etihad gebaut. Und Etihad hat die Maschine im Jahr 2017 ausgemustert. Und dummerweise fand der A340 dann keinen neuen Betreiber mehr. Und seitdem steht das Flugzeug, ein nicht mal 10 Jahre altes Flugzeug, das steht heute auf einem Flughafen in England und wartet dort auf bessere Zeiten, beziehungsweise ist mittlerweile ein mehr oder weniger gutes Ersatzteillager. Also ein nicht mal 10 Jahre altes Flugzeug wird hier nicht mehr benutzt. Und so kann das also auch gehen. Und so gilt das tatsächlich auch für weitere Maschinen des Typs A340, die nur unwesentlich älter sind. Allerdings diese wirklich ganz, ganz jungen A340, auch darunter natürlich einige Maschinen der Lufthansa, diese werden zum Glück nicht immer direkt verschrottet, sondern sie dienen noch eine ganze Weile als Ersatzteillager und werden vernünftig verpackt, irgendwo in der Wüste abgestellt. Aber tatsächlich, wenn man dann genug Ersatzteile rausgenommen hat und mit dem Flugzeugrumpf quasi nichts mehr anfangen kann, dann wurden jetzt auch schon einige knapp 12 Jahre alte A340-600 oder auch A340-500, die wurden mittlerweile schon verschrottet. Und das ist natürlich ein wirklich kurzes Leben für ein Flugzeug. So, und jetzt können wir es mit den darauffolgenden Airbus-Modellen tatsächlich etwas kürzer halten. Vom Airbus A350, also vom Nachfolger des A340, sind natürlich noch alle Maschinen, die bis jetzt ausgeliefert wurden, aktiv im Linienbetrieb irgendwo unterwegs. Das wird auch hoffentlich noch eine ganze Weile so bleiben. Airbus hat hier beim A350 aber tatsächlich ganz einfach mal die ersten 4 Testmaschinen, die ersten 4 gebauten A350, A350-900 in dem Fall natürlich, die hat Airbus einfach mal alle bei sich behalten. Was man dabei schnell mal aus den Augen verliert, der erste Airbus A350-900, der überhaupt irgendwann mal gebaut wurde, der ist natürlich jetzt mittlerweile auch schon deutlich über 6 Jahre alt. 6,5 Jahre ist die Maschine alt und die steht halt mit den anderen 3 Maschinen vom Typ A350-900, also die MSN-001 bis MSN-004. Diese Flugzeuge, die stehen teilweise doch auch etwas traurig, ohne Triebwerke, einfach mal so geparkt irgendwo auf dem Hof in Toulouse. Denn die Flugzeuge werden natürlich aktuell nicht so wahnsinnig viel benutzt und nicht so wahnsinnig viel gebraucht. Der älteste im Passagierbetrieb befindliche A350 ist aber tatsächlich nicht der erste an Qatar Airways damals ausgelieferte A350, sondern die Maschine mit der Seriennummer MSN-005. Für Qatar Airways gab es dann die Nummer 6. MSN-005 war damals also immer noch ein Airbus-Testflugzeug, war in dem Testprogramm mit unterwegs, wurde dann aber im letzten Jahr an French Bee übergeben. Das ist eine französische Fluggesellschaft, die den A350, mittlerweile ist dieser ja knapp 5 Jahre alt, die fliegt den Flieger mit über 410 Sitzplätzen. Ganz ordentlich in einem A350. Und den Airbus A380, den haben wir selbstverständlich auch noch. Ganz offiziell gelten die ersten von Singapore Airlines mittlerweile abgegebenen 5 Maschinen zwar noch nicht als verschrottet, aber gerade bei den ersten beiden Flugzeugen, da ist der Prozess des Auseinanderbauens mittlerweile schon relativ weit fortgeschritten. In die Luft kommen diese beiden Flugzeuge auf gar keinen Fall mehr. Und das ist an dieser Stelle natürlich durchaus vergleichbar mit dem Airbus A340. Denn hier beim A380 ist jetzt also bei den ersten Exemplaren auch nach knapp 12 bis 13 Jahren nach Bau des Flugzeuges tatsächlich schon wieder Schluss. Ja, und der älteste aktuell im Passagierbetrieb befindliche A380 ist auch der einzige A380, der aktuell irgendwann jetzt mal den Betreiber gewechselt hat, ist also der Highfly A380. Diese Maschine geht dann also langsam aber sicher auch auf die 13 Jahre zu. Aber ganz ehrlich, das ist natürlich kein Alter für ein Passagierflugzeug. Und so viel also erst einmal ganz grob zur Airbus Produktpalette und den aktuell noch für Passagiere zugänglichen ältesten Exemplaren. Und da ist es doch sehr interessant, wie lange so ein Airbus A300 oder auch ein A320 noch wirklich effektiv genutzt werden kann und wie schnell so ein A340 oder auch A380 dann für die Fluggesellschaften doch schon wieder uninteressant ist. Na gut, das machen wir natürlich irgendwann nochmal mit den ganzen Boeing-Flugzeugen, denn da sind noch ein paar wirklich deutlich ältere Exemplare am Himmel unterwegs. Und damit soll es das erste Mal für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Erstmal noch eine Info zum Morgen. Morgen machen wir wieder einen Livestream. Das habe ich mir jetzt fest vorgenommen. Samstag ist vielleicht ein ganz guter Tag. Irgendwann so 19 bis 20 Uhr. Ich schaue mal, wie das dann passt. Ich werde es hoffentlich früh genug dann ankündigen können. Und dann reden wir einfach ein bisschen über die 737 MAX und schauen mal, was sich da so ergibt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video beziehungsweise vielleicht auch beim Livestream wieder. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und dann bis morgen. Lasst es euch gut gehen und tschüss.